Und die Zahlen, die ich inzwischen aus dem Gesundheitsausschuss hier höre, sind völlig erschreckend. Die Größenordnungen an Impfdosen, die in den nächsten Jahren produziert werden sollen, übersteigen die Erdbevölkerung um das 5- bis 6-fache. Ich habe irgendwelche Zahlen von 35 Milliarden Dosen gehört. Da fragt man sich wirklich, wofür wird hier eigentlich geimpft? In welche Richtung wird geimpft? Warum wird geimpft? Von welchen Varianten geht man aus? Woher weiß man, dass die Hersteller, bei denen es bestellt wird, auch wirklich hier diejenigen sind, die einen wirksamen Impfstoff produzieren werden? Reden wir überhaupt noch von Covid oder sind da schon x andere Dosen dargestellt? Oder reden wir von den mythischen, vorhin schon erwähnten mRNA-Krebsmedikamenten, Krebsimpfungen des Ugo Sahin? Es ist alles eine völlig neue Welt, die einfach nur noch irre ist. Söder nach der Bild-Zeitung putscht gegen die Impfpflicht für Pfleger. Da hat die Bild-Zeitung vergessen, diesen Scheinoppositionellen zu ersetzen durch AfD. Wir putschen und haben immer geputscht gegen die Impfpflicht für Pfleger. Nur unser Antrag war im Bundestag im Dezember 2021. Und wenige Wochen später setzt sich Herr Söder vorgeblich auf diesen Zug. Er wird der Erste sein, wenn sich der Wind wieder dreht, wenn die erste Grippewelle wieder kommt, der die Impfpflicht wieder fordert. Glauben Sie diesen Heuchlern kein einziges Wort. Und glauben Sie auch den Irren kein Wort oder den Bestochenen, ich weiß nicht, welches die Kategorie besser trifft, bei Herrn Drosten. Wenn er wirklich sagt, und das ist ein Zitat von ihm, aus einem seinem ach so beliebten NDR-Podcast, verlinken wir ihn. Die ideale Immunisierung ist es, wenn man eine vollständige Impfimmunisierung hat mit drei Dosen, und auf dem Boden dieser Immunisierung sich dann erstmalig und auch noch zweit- und drittmalig infiziert mit dem Virus. Und wer das durchgemacht hat, der ist dann irgendwann wirklich über Jahre belastbar immun. Das muss man sich mal vorstellen. Das sagt dieser Kasper, man kann es nicht anders sagen. Was hat denn das noch mit Wissenschaftlichkeit zu tun? Also, er sagt letzten Endes, dass man sich noch infizieren soll, wenn man geimpft ist. Warum impft man sich denn dann? Wir haben Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte lang geimpft, damit man sich eben nicht infiziert. Und nun soll man, wenn man der offensichtlich der eigenen Impfung nicht vertraut, Herr Drosten, auch noch die Immunisierung durch die natürliche Infektion, die natürlich tatsächlich die bessere wäre, durchmachen. Das Beste ist übrigens immer noch, den Mist nicht zu kriegen, indem man sein Immunsystem einfach mal stärkt, so wie ich das offensichtlich seit 2 Jahren erfolgreich mache. Und jetzt hat es auch Herr Lauterbach gemerkt, es ist auf der Bild-Zeitung gelandet am heutigen 17. Februar. Intensivstationen waren nie überlastet. Gesundheitsminister oder besser Krankheitsminister Lauterbach. Krankheitsminister Lauterbach und Lauterbach Wendeband Intensivstationen. Er hätte das wissen müssen. Natürlich wusste er es auch, wenn er nicht völlig abgedreht ist. Auch Spahn wusste es zu dem Zeitpunkt schon lange, dass die Intensivstationen nie überlastet waren. Das und nur das war aber die einzige Begründung für alle Maßnahmen. Ich erinnere daran, im Februar, März, April 2020. Wir reden von vor 2 Jahren. Seid ihr alle irre? Und nochmal, Lauterbach Intensivstationen waren nie überlastet. Alice Weidel hat es dann auch anhand einer anderen Aussage unseres Krankheitsministers noch festgemacht. 400 bis 500 Tote täglich. 400 bis 500 Tote täglich, ich habe das schon im anderen Video aufgegriffen. Lauterbach hätte niemals Minister werden dürfen. Und ja, wie kam eigentlich Herr Lauterbach auf die 400 bis 500 Toten? Inzwischen ist er gefragt und festgenagelt worden. Und er sprach ernsthaft davon und hat es zugeben müssen, wenn auch erst Tage später. Ja, es gibt da keine Studie, aber in diesem rheinischen Sing-Sang-Slang, aber es gibt anekdotische Evidenz und uns wurde das zugeschickt und ich kenne wahrscheinlich jemanden in Mainz in der Goldgrube und der hat das jemand in meinem Ministerium gesagt, der Putzfrau, und die hat es dann irgendwann mir gesagt und das ist die anekdotische Evidenz, dass wir 400 bis 500 Tote am Tag mit Covid haben, wenn wir nicht alle Maßnahmen, die ich, Karl Lauterbach, verfüge, sklavisch einhalten. Auf diesem Niveau werden wir von diesem Herrn, der längst zurücktreten müsste und wenn er auch erst wenige Wochen im Amt ist, verdeppert. Wie hätten wir früher jemand bezeichnet, der sich nach überstandener Krankheit noch impfen lassen wollte? Depp, du bist doch mehr als immun. Und wie nennen wir heute jemand, der Dritte nötigt, sich nach überstandener Krankheit auch noch zu impfen? Herr Drosten, aber auch Herr Lauterbach, ja, nötigender Volldepp natürlich, was denn sonst? Leider ist heute der Letztere, der Staat mit Gewaltmonopol ausgeübt über Krankheitsminister Lauterbach und erneut verkündet vor wenigen Tagen über den RKI-Web-Admin statt über das Bundesgesetzesblatt. Das ist ja noch ein Skandal im Skandal.
Ich sage Ihnen voraus, im Sommer wird wieder gelockert, im Herbst geht, wenn Sie und wir nicht erfolgreich kämpfen, alles wieder von vorne los. Es ist noch nicht vorbei, aber wir müssen diesen vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Irrsinn nun beenden, damit es im Sommer eigentlich jetzt vorbei ist, damit unsere Kinder wieder frei atmen können, damit wir geistig wieder frei atmen können, damit wir physisch wieder frei atmen können und damit irgendwann sogar diese Regierung wieder Sauerstoff in ihre Köpfe bekommt und bereuend den Schwanz einzieht und diesen Wahnsinn endlich abmoderiert. Sie hören es hier, ich schaffe es nicht immer tagesaktuell, aber Sie hören es hier firsthand, so klar ich es eben aussprechen kann. Klarer geht nicht. Bleiben Sie uns, dem Originalton, gewogen. Bleiben Sie sich selbst treu auf der Straße. Bleiben Sie uns im Parlament und im Wahlzettel treu. Wählen Sie uns. Es ist die einzige Möglichkeit. Auch die FDP ist keine Option. Sie wird Sie in die Irre führen. Sie wird Sie notfalls auch in die Impfpflicht führen, auch wenn Sie das Gegenteil behaupten. Und wenn es nur die Impfpflicht auf Vorrat ist, sie ist nicht besser. Passen Sie auf, bleiben Sie wachsam, sehr wachsam. Es ist nötig in dieser beinahe schon ehemaligen Republik. Ihr Peter Bürger. Corona ist für uns eine Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Wolfgang Schäuble am 20. August 2020.